Was geht ab, Boos? Was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil 4 Remake hier auf meinem Kanal für die PlayStation 5. Und der Händler lässt auch grüßen, oder? Welcome. Natürlich lässt er grüßen. Boos, wir haben hier die Möglichkeit, glaube ich. Warum können wir eigentlich diese Bazooka nicht kaufen, wenn er sie schon zeigt? Vielleicht können wir sie ja für den einen Gegner kaufen. Wir gehen jetzt aber erstmal wieder zum See. Wir sind ja letzte Folge zurückgekehrt, um das letzte Medaillon noch zu holen und abzugeben. Und ja, jetzt kehren wir auf jeden Fall mal zum See zurück. Boah, das sieht so gut aus. Werden wir auch noch hinkommen, Boos, das kann ich euch sagen. Und wir gucken mal, was uns beim See so erwartet. Was kommen wird, ob wir die Waffe finden, die ich möchte, also die Red 9. Bin gespannt. Lasst uns einfach mal gemeinsam hingucken. Ich habe aber ein Problem, ne? Wenig Schrotmunition. Fällt mir gar nicht ein. Ja. Also. Machen das jetzt. Das schwimmt mit Fische. Fischis. Kann man sogar abknallen. Also, warte mal, haben wir jetzt die Karte für den See? Nein. Das müssen wir da drauf, glaube ich. Jawohl, erstmal reintanken in den Zapfen. Den Tank. Den Zapfen in den Tank. Dann aufs Boot. Also, ganz ehrlich, ne? Wer geht bitte aufs Boot, wenn er vorher so ein Ungeheuer sieht? Im See. Macht doch kein Mensch. Ja, jetzt fahren wir einfach mal entspannt. Euer Ernst jetzt, oder? Nee, er hat gar keine Angst. Oh Gott, nein, Alter. Leon, ich glaube, wir haben ein Problem. Oh mein Gott! Ja. Wie im Original. Daneben haben wir eine Harpune, glaube ich. Der Harpune müssen wir natürlich besiegen. Ja. Du Scheiße, Alter. Das ist sehr geil gemacht. Wow! Okay, wir müssen auch ausweichen. Wo kommt der raus? Boah, das ist sehr gut gemacht, Mann. Sollen wir. Das war verdammt knapp. Was ist das geil gemacht? Ich muss mich echt ein bisschen konzentrieren. Wo ist er denn? Verdammt. Du Scheiße, Alter. Oh mein Gott, ey.
Einfach mal gegen Loch Ness. Oh mein Gott. Oh, Vorsicht. Gegen die Dinger knallen. Was auch immer das sein soll, ey. Ja, komm raus. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Da auch nach links ausweichen müssen. Da ist er. Harpunier, das war's? Tatsächlich, wir haben ihn besiegt. Das ging einfacher als gedacht. Habt ihr irgendwie ekliger in Erinnerung? Oh nein. Alter, wir haben Blut gespuckt. Ohnmächtig geworden. Also, wir haben das Seeungeheuer besiegt. Es war doch leichter, wie gesagt, als gedacht. Kapitel beendet. Was haben wir denn hier? 41 Gegner getötet und 79,5% an Genauigkeit. Deutlicher Sprung wieder nach oben. Fällt mir. So muss das sein. So, Kapitel 3 auch abgeschlossen. Hier sogar. Jetzt müssen wir bei Kapitel 5 sein, oder? Also, Boss, läuft doch ganz gut. Sacrificial Lamb. You will receive our most sacred body. Begins now. When day breaks, you two will join our covenant to share in my holy blessing forever. Was macht dieser Penner mit uns? Hier so ein Schatten, Alter. Also, Boss. Mal kleinen... Ups. Schnell einen kleinen Anfall gehabt. So geil. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen heller gestellt. Geil. Condor 1 to Roost. Do you read me? Condor 1? You've been radio silent for 3 hours. Was? Are you all right? 3 Stunden. Yeah, I'm fine. Won't let it happen again. And the church? I'm still looking for whatever key I need. Copy that. I'm glad you're okay. Roost out. Also ich verstehe das jetzt richtig, ne? Ich kann nicht zurück zur See. Das ist ein Boot. Mitten in See. Das ist ein Boot. Kann aber nicht hin, ne? Jetzt sind wir bei Kapitel 4. Okay. Bedeutet, man kann wahrscheinlich erst danach hin. Den Schlüssel zur Kirche finden. Oh Gott. What's happening here? Also die gehoffte Waffe kriege ich anscheinend doch noch nicht. Ich habe echt gedacht, dass wir die jetzt bekommen werden. Warte noch. Das ist geil, ey, oder? Licht. Sehr, sehr geil gemacht. Mal wieder welche reden. Ich
Sehe Schatten. Oh nein. Jetzt geht das los. Jetzt schon geht das los? Ja, ist das ein Witz? Das ist ein Witz. Es war so klar, dass das... Ihr seid so scheiße, ey, ganz ehrlich. Es geht jetzt ernsthaft schon los? Vor allem, wie viel hat er gerade ausgehalten? Braucht dringend meine Red 9, Alter. Was zur Hölle, Mann? What the fuck? What the fuck? Ach, gar keinen Bock auf diese Vieh. Schöner Anblick. Das Spiel sieht einfach traumhaft aus. Wirklich. So geil einfach. Die ganzen Orte nochmal zu sehen in so einer Qualität. What is this place? Some kind of shrine. Was ist das denn? Same mark from the church. Wieder was einsetzen. Is this the key? Zwei Dinge müssen wir. Es ist so gut. So fucking gut. It's the lake. Ist das mit dem Monster? Wandmalerei markiert Stelle, das ist die Burg, oder? Beiden Orte untersuchen. Wahrscheinlich einmal in der Burg und einmal hier vorne gleich. Alter Wegschreibschlüssel. Ich habe auch gar keine Waffen mehr. Oh, Aufträge. Ein goldenes Hühnerei verkauft. Bring mir bitte jemand ein seltenes goldenes Hühnerei. Damit war aber, sagen wir mal so, an Dinge. Okay. Goldenes Hühnerei. Ich erinnere mich, dass es die auf jeden Fall gab, auch im Final. So, warte mal jetzt. Ich will mal ganz kurz nach links hin. Ist auch markiert. Ich möchte mal jetzt ganz kurz zu diesem Boot in der Mitte davon. Ups. Wieso ist da auf einmal ein Boot? Es regnet, Boss. Es regnet. Okay. Warte mal. Ah. Sandre. Wie geil. Gelohnt. Oh mein Gott. Die Red 9, da ist sie, Boss. Also ich hoffe, ihr merkt euch das auch. Das ist somit die stärkste Waffe. Also die stärkste Pistole. 1,50, Alter. Die ist nicht die schönste, ich weiß. Aber definitiv. Oh, Alter, Präzision ist ja auch katastrophal.
Definitiv aber die beste Pistole. Werden wir auch weiter benutzen. Das wird die Pistole sein, die ich als erstes maxen werde beim ersten Durchlauf. Im zweiten Durchlauf vielleicht eine andere mal gucken. Ist aber auch die Frage, Piste. Gehen wir da als erstes hin? Wir können hier hoch. Da markierten Stelle oder erst hier? Lass uns erst hier, oder? Es regnet einfach, Mann. Wie geil ist das denn? Ich? Hier rein müssen wir. Das ist der Händler. Oh, perfekt. Das passt perfekt. Im Original fand ich immer ganz geil, da war man immer so Mission 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Ich habe immer 5, glaube ich. Also, Boss, wie ich gesagt habe, ein Hochleistungs-Zielfernrohr, elegante Maske zum Kaufen, schwarze Aktenkoffer, erhöht die Wahrscheinlichkeit, Rohstoffe L zu finden. Alter, richtig heftig. Für die TMP. Mal richtig scheiße schauen, was wir. Wir verkaufen jetzt mal die Pistole. Noch die Punisher. Noch den Bolzenwerfer. Weißt du, brauche ich nicht. Das passt. Dann würde ich sagen, der Raketenwerfer, er kostet 80.000. Damit, also wir könnten den sogar fast kaufen, ja. Damit kann man die Gegner eben mit einem Schuss töten. Wäre für Endgegner auf jeden Fall sehr, sehr krass. Erweitert den Aktenkoffer. Das ist schon wieder. Soll ich das machen? Erhöht die Wahrscheinlichkeit, Rohstoffe zu finden. Ich glaube, das ist schon wichtig, oder? Komm, das machen wir. So, warte mal. Der Schreibmaschine. Koffer anpassen. Ah, da. Geh mit. So, ganz kurz. Tunen. Also, Magazingröße. Definitiv. Zweimal. Feuerrate auch sehr wichtig, denke ich. Wir den Schaden mit. Und wir den Schaden gleich auf alles, oder? Let's go. Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit. Ich nehme die Feuerrate mit. So, wir haben jetzt 70.000, glaube ich, nur dafür ausgegeben. Boah, das ist ein Nachladen, Alter. Wie lang dauert. Welcome. Gut. Hard times, mate. So müssen wir erstmal zurechtkommen, Boss. Kann auch mal die Bolzen Welcome. Bitte abkaufen. Ey, jetzt habe ich den Koffer echt gemacht für Rohstoffe L, was ich eigentlich nicht so krass brauche, ne? Seid jetzt so, sichern? Der Kollege mag es einfach. Das Boot,
Und dann würde ich sagen, gehen wir auf Jagd mit unserer Red 9. Also wir haben die Pistole, Bros. Warum ist auf der Karte? No good. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Ahí está. Oh mein Gott. Nein, bitte kein Monster. Nein. Twisty son of a bitch. Man spürt die Stärke der Pistole auf jeden Fall. Verdammt. Brennt. Er brennt einfach und läuft durch. Digga, was? Jetzt muss sich doch nicht echt jeder zweite jetzt in so ein Viech verwandeln. Das ist doch echt ein bisschen übertrieben. Das ist mit Leben und Leben lassen, Alter. Seid ihr so? Ja, er wirft von da hinten. Hä? Alter, er überlebt 3 Sniper-Shots. Er stirbt beim dritten. Obwohl das die stärkste Waffe eigentlich ist. Hier mal wieder ein Viech, das sich verwandelt hat. Leon, willst du da auch mal raus, oder? Danke. Sorry, must have slipped. Give me a break already. You, Alter. Leck mich, Alter. Komm, noch einer, ey. Ich glaube es nicht. Kann nicht euer Ernst sein. Komm, Munition. Echt ein Witz. Das ist ein Witz. Also wir haben hier mal wieder eine Rede. Ich krieg nicht einmal Munition. Da muss ich hin. Für S. Ich brauch dringend Rohstoffe S öfters. Also ein Koffer damit. Was? Woher kommt ihr? By the way.
Nein. Nicht gestorben. Boah, das wird immer krasser. Also ich glaube, unser Lebensbalken füllt sich auch noch. Sieht man. An der Wand sind, ich glaube, das sind die Lösungen, oder? Schaut mal her. Hier haben wir zwei. Einmal Sanduhr und was haben wir hier? Das Eisstück. Ausprobieren. Oh, was? Eins. Aber, oder? Also, wir haben das hier. Haben das hier. Nee. Das nach oben und das nach unten zeigend. Das ist auf jeden Fall das hier. Dann haben wir das hier. Was haben wir denn hier? Links und rechts geöffnet. Also merken. Oh, verdammt. Das hier. Das hier. Das. Ja. Geil, Alter. Geil. Das Abtrünning. Wieder gespeichert. Kommen. Andere haben wir echt in der Burg erst? Warum vorstellen? Ist erst so spät, also. Aber gut, so ist. Ja, das war so klar. Das war so klar. Schnell ab aufs Boot und dann erstmal den Kopf einsetzen. Was ist eigentlich hier hinten? Hier kriegt man ein Stück Geld wahrscheinlich. Ja. Was war hier? So, hier ist der Händler. Ist das? Umdrehen. So,
dann setzen wir mal den Kopf ein. Ich glaube, in der nächsten Folge geht es echt in die Burg, ey. Das wäre schon krass. Das ist alles so ein bisschen anders aufgebaut, von den Reihenfolgen her. Aber ich finde es ganz gut. Also die Story ist immer noch dieselbe. Nur sie ist halt ein bisschen anders aufgebaut von der Reihenfolge und alles her. Finde ich aber echt sehr geil. Das passt so. Dann eben noch eins. Ist halt ein bisschen abwechslungsreich und es ist halt nicht komplett 1:1 dasselbe, wie es halt im 4er Original war. Ganz cool. Das Gefühl, man spielt so ein bisschen ein neues Spiel. Dass hier jetzt noch ein Boot ist. Also dann gehen wir jetzt mal zurück zum Boot. Danach gehen wir zum Händler. Zu Salazar. Schloss war nämlich beim Original ziemlich spät, soweit ich mich erinnere. War auch ziemlich eklig dort. Vor allem dort haben wir mit Ashley, also da hat man Ashley schon längst abgeholt gehabt. Also wo ist der Händler? Hier ist der. Alter. Echt gespannt, ob wir mit dieser Pistole zurechtkommen werden. So, Kollege. Verdammt. Weil auch nichts zum Verkaufen. Also ich finde, diese gelben Kräuter kann man echt verkaufen. Kriegt man so viel Geld. Boah, Alter, ist die stark. Ja, nee, danke. Los, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und dann wird es wahrscheinlich echt in die Burg gehen. Die wird also richtig, richtig spannend. Schaltet wieder ein. Ich freue mich. Bis dahin, euer Embo. Peace.